Warum kommt Gülle aufs Feld? Die Gülle, die fahren wir auf dem Acker, damit Pflanzen Nährstoffe bekommen. Und durch Bodenproben machen die Landwirte es abhängig, wie viel gefahren wird. Gülle ist unterschiedlich. Schweinegülle, Biogas, Gärreste von den Nährstoffen, Stickstoff, Phosphor, Kali sind die Werte erheblich variierend. Und ja, dadurch wird auch abhängig gemacht, wie viel an Kubik gefahren wird. Wir haben hier jetzt eine Fläche, da war Vorfrucht Getreide. Da ist jetzt Zwischenfrucht letzten Herbst reingekommen. Die wird jetzt direkt bearbeitet mit einer Gülle- und Scheibenegge und danach wird Mais gelegt. Wie genau funktioniert diese Maschine? Hier sehen Sie eine Scheibenegge, wo die Gülle quasi direkt eingearbeitet wird. Hier haben wir Schläuche, wo die Gülle rauskommt. Die sitzt hier quasi vor den Scheiben. Und diese beiden Scheiben arbeiten die Gülle mit der Erde direkt ein. Die Gülle stinkt nicht, also quasi für die Bürger auch optimal. Und das ist in einem Arbeitsgang quasi die Fläche fertig mit Güllen und Einarbeiten. Dann haben wir da direkt eine Rohrstabwalze hinter, die das noch ein bisschen andrückt und vermischt. Hauptsächlich ist sie hinter im Herbst nach der Stoppelbearbeitung nutzen wir dieses Gerät auch zur Zwischenfruchtsaat. Dann gibt es noch eine kleine Gabe an Gülle, damit die Zwischenfrucht auch wachsen kann. Und das wird auch mit diesem Gerät direkt in eins verbunden. Dann kommt da ein Saattank drauf, wo die Zwischenfrucht reinkommt. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen. Hier sitzen Teller, die im Moment sehr dreckig sind, wo die Zwischenfrucht rausschießt und die Walze das dann noch mal einmal vernünftig vermischt. Und was für Maschinen nutzen Sie noch? Hier sehen wir ja im Prinzip auch ein Güllefass. Nur hier haben wir ein Schleppschlauchgestänge dran. Das geht bis 33 Meter, weil die Landwirte haben auch unterschiedliche Spritspuren. Dadurch können wir abschalten bis auf 15 Meter runter. Und die Schleppschläuche lassen wir ziemlich bodennah, dass da auch wenig Verluste sind. Und es kann im Getreide nicht die direkte Einarbeitung genutzt werden, ansonsten wäre das Getreide weg. Daher nimmt man einen Schleppschlauch. Wie erkennt man, was genau in der Gülle ist? Der gelbe Kasten, das ist eigentlich nur eine Hülle. Dahinter sitzt ein Sensor. Der nennt sich NIR-Sensor. Von John Deere kommt der. Der hat da jetzt ein Auge, der quasi die Gülle filmt. Die Gülle wird durch farbliche Erkennung und Struktur wird die gescannt. Und die haben dann ihre Kurven durch Lufa-Ergebnisse und so gemacht, wo er dann sagen kann, in der Gülle steckt die und der Stickstoff, die und die Phosphor, das und das an Kali. So, und wir haben uns das dieses Jahr rangeholt, da wir wissen wollen, was in der Gülle steckt, weil wir auch Gülle zugebracht kriegen. Nicht, dass sie uns Wasser bringen, sondern dass man wirklich sehen kann im Ausfluss, was wird jetzt gerade an Nährstoff ausgebracht. Das ist einmal zum Vorteil, wir wissen, was an Gülle kommt. Die Landwirte können exakt auf die Nährstoffe sagen, so, wir wollen das und das an Stickstoff fahren und das an Kali oder Phosphor. Und danach regeln wir die Maschine und die Menge wird dadurch ausgebracht.